Hallo, so, heute erkläre ich euch mal, wie man mit Hilfe der CMD sich seinen Server anstattet. Ich mache mir immer so eine kleine Notepad-Datei, die ist ganz von Hilfe, die ist sehr hilfreich. Das sind die Informationen, die man meistens bekommt. Und daraus habe ich hier diesen CMD-Befehl erstellt. Den machen wir uns jetzt ganz einfach, den kopieren wir in die CMD rein. Die CMD findet ihr einfach, indem ihr unten bei euch bei Windows unten auf die Leiste klickt und dann einfach CMD eingibt. CMD. Dann kommt eine Eingabeaufforderung. Da drückt ihr dann einmal Enter. Dann öffnet sich dieses Fenster hier. So, und wenn wir jetzt hier den Befehl hier eingeben, dann fragt er ob noch, ob wir sicher wollen, dass wir da verbinden wollen. Dann sagen wir ja. Na, und jetzt brauchen wir das Passwort. Das kriegt ihr von eurem Anbieter oder wisst ihr, je nachdem. Es wird nicht mehr angezeigt, das ist dann unsichtbar. So, und somit seid ihr jetzt nun auf dem Server drauf. Das ist jetzt noch Ubuntu 18.04. Bei dem Anbieter gab es für dieses Video keine Möglichkeit, auf Ubuntu 20 zu gehen, sonst hätte ich das gerne gemacht. Dann hätte ich euch noch ein bisschen was mit der Firewall zeigen können, das hatte ich auch vorbereitet. Aber das geht leider nicht. So, damit ihr es jetzt ein bisschen einfacher habt, habe ich hier zum Beispiel den vollen Upgrade-Befehl. Das hier ist ein Update, das upgradet die Pakete, das tut der andere upgraden und das hier tut nochmal upgraden. Dieses minus y heißt nur, dass es automatisch bestätigt wird, weil wenn man das nicht dran hat, dann kommt es vor, dass man wieder ja sagen muss. Darum, das machen wir jetzt halt einfach einmal. Und da rattert es durch. Diese Punkt Komma ist dazu da, mehrere Befehle hintereinander auszuführen. So, hier in dem Video erkläre ich euch noch, wie man dann Cockpit installiert. Das ist so eine Webseite, dann braucht man nicht mehr CMD aufmachen und muss sich nicht mehr einloggen, sondern man kann einfach einen Browser öffnen, sich einloggen und was auch immer machen, was man machen möchte. Und wie man sich via File-Programm, in dem Fall WinSCP, Zugriff auf den Server ermöglicht. Das mit der Firewall kann ich euch auch erklären, das aber halt dann noch die alte Version, das schneiden wir auch kurz an. Die wird einfach installiert und dann halt eingerichtet. Muss sich halt überlegen, ob man Port-Freigaben macht, IP-Freigaben macht und so weiter. Oh, könnte auch mal fertig werden. Ist halt ein kleiner V-Server von Kollegen zum Testen. Denn damit kann man einfach ganz gut testen. Die sind halt nicht ganz so leistungsfähig. Darum zieht sich das auch etwas. Falls ihr noch Fragen oder ähnliches habt, dann könnt ihr die natürlich jederzeit bei mir einfach drunter kommentieren. Und dann kann ich euch da, denke ich, auch helfen. So, ich mache mal hier einen Schnitt. So, wenn alles fertig ist, dann kann man mit Clear sich die alles fertig leer machen wieder, dass man wieder eine schöne Übersicht hat, weil sonst steht da echt sehr viel Zeug. So, jetzt können wir Cockpit installieren. In dem Fall ist es schon drauf. Aber wenn ihr das installieren wollt, einfach den Befehl verwenden. Ihr könnt das minus y weglassen. Dann müsst ihr während der Installation noch einmal bestätigen. Sonst läuft das einfach durch. Cockpit ist einfach als schöne Oberfläche gedacht, weil es dann im Browser aufmachbar ist und man nicht mehr mit der CMD arbeiten muss. Das macht es einfach einfacher.
Nachdem Cockpit installiert ist, könnt ihr einfach hergehen und euren Browser nehmen, um das dann zu verwenden. Dazu müsst ihr nur euren Browser öffnen, im Endeffekt dann auf die Webseite gehen, also eure IP, das braucht ihr nicht, und den Port. Der wird dann eine Zertifikatswarnung bringen und sagen, ey, ihr müsst hier noch was machen. So, das zeige ich euch gleich. Einmal hier. So, und dann wir das hier rein. So, dann sagt ihr hier, es ist unsicher. Dann müsst ihr halt sagen, dass es trotzdem machen soll. Dann habt ihr hier diese zum Einloggen und könnt ganz einfach hergehen und hier dann wieder mit eurem Benutzer und dem Passwort euch einloggen. So, die Seite ist ziemlich übersichtlich, finde ich. Man sieht hier, dass wie viel Arbeitsspeicher, wie viel Prozessor, Auslastung. Hier hat man so ein bisschen einen Log. Dann hier Speicherplatz. Und hier unten hat man sogar ein Terminal. Das heißt, man braucht die CMD einfach nicht mehr. Und hat es halt, ich finde es um einiges einfacher. So, damit sind wir auch mit Cockpit soweit fertig. Das heißt, ich zeige euch jetzt noch, wie man mit WinSCP arbeitet. Mal wieder zu. WinSCP öffnen. Müsst ihr euch runterladen. Link habe ich hier unten. Habt ihr hier, könnt ihr euch neue Seite hinzufügen. Dazu müsst ihr halt hergehen. Die IP wieder. Und dann auch wieder euren Benutzername und das Passwort. Dann loggt ihr euch ein. Und wenn ihr das Passwort nicht abspeichert, würde es gleich eigentlich nochmal fragen, aber heute wohl nicht. Dann könnt ihr euch hier einloggen. Habt ihr das Hauptverzeichnis? Hier ist das Home-Verzeichnis. Da sind später die ganzen Benutzer drin, wenn ihr mehrere habt. Hier ist das OPT-Verzeichnis. Da könnt ihr dann verschiedene Sachen sehen, wenn ihr die dorthin schiebt. Also ich mache halt dort meistens meine Server rein. Hier bei FAR gibt es später ein Verzeichnis, wenn ihr eine Webseite hosten möchtet. Kommt halt ganz drauf an, wie ihr die Sachen koordiniert, wo ihr sie hinschiebt. Das waren jetzt einfach nur so ein paar Standardgrundregeln. So, wenn wir haben ja jetzt auf dem Server. Oh, loggen uns mal ein. So, aber dann gibt es UEFI. UEFI ist standardmäßig drauf. Das muss man nur aktivieren. Ich glaube aber, dass ich es schon aktiv habe. UEFI ist nämlich eine Firewall, die macht die Ports zu. Müsst ihr euch vorstellen, der Server hat mehrere Türen und mit UEFI könnt ihr diese Türen quasi auf und zu machen. Dafür müsst ihr, falls es nicht installiert ist, einmal apt-get install UEFI machen. Aber hier ist schon da. Dann könnt ihr mit UEFI Status, falls ihr es dann da habt, überprüfen, was damit Sache ist. Also dasselbe. Ja, hier vertippt. So, wenn ihr dann nämlich Status sagt, dann sagt er, ist inaktiv. Dann macht er UEFI enabled. Dann aktiviert ihr es. Braucht mal etwas länger.
Naja, ist so ein kleiner Testserver vom Kumpel gehostet. Für so Tutorial-Videos reicht das vollkommen. So, jetzt sieht man, wir haben Port 90 und Port 22 offen. Das können wir einfach mit auf allow 22 zum Beispiel machen oder 9090, sonst würden wir auf diese Seite nicht mehr kommen, wenn der zu ist. Das kann ich euch ganz einfach zeigen. Nochmal UFE delete allow 22. So, jetzt ist das ja zu. Jetzt gehe ich her und mache WinSCP auf. Log mich da wieder ein. Und ich werde nicht reinkommen. Der wird suchen, suchen, suchen und irgendwann abbrechen, weil einfach der Port zu ist. So. Jetzt sollten wir wieder reinkommen. Das können wir gleich testen. Und zack, bin drinne. So, wenn ihr zum Beispiel bei Cockpit den Port ändern wollt, ist hier 9090 oben in der Leiste. Geht das einfach, das habe ich hier mir extra aufgeschrieben, dann geht man auf diese Seite hier. Nicht diese Seite, dieses Verzeichnis. Wenn man Limp, System, System. Wo ist es denn? Da, Cockpit Socket. Editieren. So, und dann könnt ihr hier einfach den Port wechseln. Danach müsst ihr nur noch einen Restart machen vom Server. Und dann wäre der Port ein anderer. So. Ich hoffe, ich habe euch geholfen. Und ihr habt was dazugelernt. Viel Spaß damit. Und falls noch Fragen sind, gerne drunter schreiben, anschreiben, wie auch immer.